Moin Moin aus Madeira, cool, ihr findet schon mit einem neuen Video auf meinem Kanal und heute habe ich einen weiteren SWB für euch und heute ist auf jeden Fall der krankeste SWB in FIFA 21 am Start, nämlich wie ihr schon im Titel lesen konntet, haben wir heute 20 Millionen insgesamt und nicht nur 20 Millionen, sondern nur Prime Icon Moments Karten und heute habe ich auch einen Gegner dabei, der in der Vergangenheit mich schon ab und zu mal ein bisschen mir was abgestoßen hat, habe ich zumindest gehört, nämlich Danny. Hey, was geht ab Leute, Prunes ist auch am Start, wir haben geisteskranke Teams, wie gesagt nur Prime Icon Moments Karten, bei mir ist der Starspieler Drogba, bei dir war der Starspieler Figo und drumherum ganz viele andere Stars, also ja, ich glaube dazu braucht man nicht viel sagen, das wird geisteskrank. Genau, was glaubst du, was können die Finishers auf jeden Fall für eine Like-Anzahl erreichen, was glaubst du, was ist möglich, auch wenn viele von dir rüberkommen? Ja komm, die 4000 Likes innerhalb von einem Tag wäre auf jeden Fall lit, wenn wir das jetzt kriegen würden. Wow. Mit Gas geben, vielleicht. Mit Gas geben, ja, durch dieses Speed. Ja, ihr habt gehört, 4000 wären auf jeden Fall sehr, sehr fresh. Ich glaube nicht, dass wir es erreichen, aber vielleicht mit ein bisschen, wenn wirklich jeder, der das anschaut, ein Like gibt, vielleicht werden wir es dann schaffen. Ich würde mich auf jeden Fall extrem darüber freuen. Könnt natürlich gerne darüber hinaus auch sehr ein Abo da lassen. Sagen wir starten rein. Ja, du hast die 4312, richtig? Ja, willst du als erstes reinhalten? Ja, ich halte zuerst rein. Okay, ja, Drogba ist natürlich der Star. Neben ihm spielt ein Spieler mit 5 Sterne Weakfoot. War mir wichtig, damit ich ein bisschen abziehen kann. Das ist Rush. Und im ZOM haben wir den Spieler, den ich in der anderen Episode nicht benutzen durfte. 5 Sterne Skiller, Riquelme. Ich weiß gar nicht, warum ich ihn aufgeschrieben habe. Eigentlich ist er nicht mal so gut, aber ich dachte, du bist auf Undercover Shevchenko. Und Rui Costa. Nice! Das war auf jeden Fall. Okay, das ist fresh. Diesmal mal mit einer kompletten Offensive zocken. Vielleicht kann ich die einen wegnehmen. Ich halte meine beiden Stürmer ein. Ja, also wir machen den rechten Stürmer und den FZM. Beide Stürmer. Beide Stürmer, okay. Rechter Stürmer ist auf jeden Fall der gute Van Basten. Und linker Stürmer ist der gleiche, den du auch hattest, nämlich der Waliser Ian Rush. Okay. Auf den kommt man ehrlich nicht, auf den guten Rush. Ja, okay, diesmal darfst du auch beide Stürmer behalten. Das heißt, offensiv geht gut was für uns beiden. Richtig. Ja, meine letzte Episode, ja gut, ich will nicht spoilern, aber ich glaube, die meisten haben eh schon geschaut, war ja so, dass die Offensive auf jeden Fall ein bisschen kritisch war, dementsprechend auf jeden Fall nice mit den Karten in der Offensive ein bisschen was zu starten. So, wir kommen zur nächsten Positionen. Drei Leute im Mittelfeld, halt mal rein. Das Ding ist, ich habe 3 ZMs. Das heißt, du hast viel bessere Chancen, jetzt was zu treffen, weil jeder Tipp, den du aufschreibst, quasi für jede Position zutreffen könnte hier bei mir. Das ist sehr kritisch, aber halt mal rein und ich füge ein, wen ich hier so habe. Man sieht es direkt, hier chillen viele Icons bei mir im Verein, aber nur 3 davon sind Prime Icon Moments. Da haben wir Pirlo, Nakata und in der Mitte der stärkste im Mittelfeld, knapp 1 Million wert, es ist Petit. Oh mein Gott. Ey, was? What is happening? Okocha, Xavi, Sedo. Oh mein Gott, Chance, Mann. Gut, dass einer getroffen wird. Aber es wird keiner getroffen. Let's go. Okay, jetzt bin ich dran. Linkes Mittelfeld und die beiden ZMs. Ich bin da, Bruder. Ich bin da, glaub mir. Okay. Alan habe ich mich entschieden für Nedved. Pavel Nedved, LZM ist Mateus und RZM ist Gattuso. Gattuso. Bro. Mateus, einfach der Star von dem anderen Video. Hätte nicht gedacht, dass der hier nochmal zu meinem Witz kommt. Sicher. Taktisch. Ich hab Ballack aufgeschrieben und der Sien und Overmars. Kannst auch schon wieder alles behalten. Uff. Let's go. Das sind ja alle 6 Spieler. Sowohl bei dir als auch bei mir am Start. Das ist mega nice. Also wenn diese Full-Teams am Ende. So, wir machen weiter mit den Außenverteidigern. Das ist immer natürlich ein bisschen tricky, weil es da nicht so viel Auswahl gibt, ehrlicherweise. Aber ich halte mal rein und du kannst auf jeden Fall entspannt einfügen. Ich mache als erstes einen Rechtsverteidiger, weil da ist 50-50. Es gibt 2, Carlos Alberto und Zambrotta. Der Spieler, den ich habe, ist Zambrotta.
Linksverteidiger, ich habe ein bisschen Angst, dass beide Außenverteidiger erraten wurden. Ich habe Zanetti. Ah, ich dachte, du gehst mit Lahm diesmal wieder. Ja, und rechts habe ich mich entschieden für Zambrotta. Ja, ganz entspannt, Brotta. Wichtig und richtig, deswegen tun wir den Kollegen da rein. Das war so klar, diese Position, so 50-50-Entscheidung, hättest du jetzt wieder falsch gelegen bei dem Video, irgendwie unrealistisch, deswegen war klar, dass er das mal wird. Das Ding ist, bei dir ist auch eine 50-50-Entscheidung auf der Position, du brauchst noch gar nicht freuen, ich habe auch das Gefühl, dass bei dir da ein Bronzespieler rumrennt. Vielleicht sogar auf beiden Seiten, also mal. So, okay. Ja, links habe ich jemanden, der hat die gleiche Nation wie Messi. Du auch? Ich weiß gar nicht, welchen Nation das ist. Nee. Okay, jetzt haben wir auch gesehen. Ich hab's mal gesehen. Ja, komm, also wo soll ich Bronze, links oder rechts? Hast du Zanetti und Zambrotta? Ja. Köstlich. Ich muss kurz überlegen. Mach mal links dein Bronze-Keeper. Ey, du Hund, Mann, du Hund. Ja. So ein Ding ist das. Zu viel gefreut dich schon. Ich wurde gesagt, dass du kennst die Nation, die musst du echt gehen. Das war's. Ey, Mann, ey. Was ist das? So, wir kommen zu den letzten drei Positionen. Also, wenn ich jetzt hier nicht wieder was raushaue, dann na, starte ich wieder mit einem Nachteil. Ich halte in die Cam und komm jetzt. Das ist leider sehr, sehr entscheidend. Jetzt hier erst rechter Keeper. Ich mach mal die Innenverteidiger. Einen davon kennst du, das ist Puyol, der hat eben schon mitgespielt. Dann haben wir Bobby Moore noch daneben. Jetzt gehört zum Torhüter der Moment der Wahrheit. Es ist der Mann mit der Mütze, Yashin. Nein! Nein! Ja, okay. Ich hab Cech. Long. Und ja, immerhin. Kann ich gar nicht bewegen. Ist okay. Skandale, ein Innenverteidiger, egal. Ist in Ordnung. Dann haben wir zwei Bronzespieler bis jetzt und ich kann so genau was bei dir raus. Ist okay. Okay, fangen wir an mit dem LEV. Yes, hab drin. Okay, LEV haben wir. Einen guten Moor, dann Kühnen und im Tor Schmeichel. Bruder, das lief auf jeden Fall nicht so gut wie in dem anderen Video. Okay, wir haben beide zwei Bronzespieler, ist in Ordnung. Let's go! Wichtig! Stark. Scheiße! Als Innenverteidiger sogar einfach, das ist ein großer Krampf. Okay, let's go. Okay, hier sehen wir nochmal die Teams. Interessant, ja. Interessant. Das sieht chillig aus. Ich glaube, vorne haben beide eigentlich recht fresche Spiele. Tschüss! Ah, weg damit! Let's go! Das ist so easy. Ein langer Pass. Nein, nicht. Oh, was? Oh, was? Ey, dieses Spiel ist so bad. Ich hab's dir schon gedacht, als du uns Lehrer getreten hast. Ich hab mir schon gedacht, dass der das fällt. Oh, aber jetzt in diesem Competitive-Modus, die sind ja immer schwer ohne Zielkreis. Ja. Let's go. Wichtig. Ja. Wichtig. Come on. Wasch. Einfach zweimal in die Mittellinie gekommen, zwei Tore und ich verschieße selber, was ist das? Boah, ich sag ja, ich kann gar nichts machen in diesem Spiel. Wer da durch? Oh, das ist so schlecht, das ist so bad. Das ist, ey, weißt du, sowas passiert. Ach komm, das ist. Ach, das ist. Ja. Okay. Das ist so lächerlich, ey. Das ist so lächerlich, du sagst es.
würde auch gerne einen Fake schon mal an allen vorbeiglitschen. Ja! Zu krass. Geht auch nicht. War klar, weil er nicht direkt schießt. Weil einfach Server auf dem Mond heute ausgewählt wurde. Oha, sonst ist dein Ball jetzt nicht ausgedacht. Ja, du drückst doch ganz, wenn du steil fährst, bist du durch. Der hätte oh mein Gott, Server auf dem Mond, ey. Hä? Das ist es! Ganze Zeit! Ein Pass immer durch! Das ist zu krass! Was? Nein, nein! Ey, das ist zu viel für meine Nerven, was passiert hier? Digga, wo soll ich noch stehen? Ich stehe genau im Pass! Er geht nicht hin! Was, du gehst du nicht hin? Ey, Digga, er schießt, ach Digga. Er geht einfach nicht hin. Mein Rage ist da auf jeden Fall, die Welt gewinnt. Digga, du hast dir gerade 7 Minuten gelassen beim Schießen. Er geht nicht hin. Er geht nicht hin. Er hat keinen Bock drauf. Er wollte doch eigentlich direkt schießen, aber hat ein bisschen gedauert, bis er beim Mond angekommen ist, dass ich Schuss gedrückt habe. Ja, genau auf den. Ah, er lässt ihn durch. Junge, das ist kompletter Scam hier, dieses Game. Yes! Mann! Make some noise! So eine Pisse, Digga! Ey, einfach kurz. Ich dachte, ey, ich krieg 7-0 Klatschen, nachdem das so. Ja, Digga, weil ich 7000 Mal Alu mal in jemanden treffe. Und bei dir das 1-0, Digga, einfach gescriptet schon wieder war. Deswegen. Digga, du wärst nie zurückgekommen mit dem Comeback. Ah, nee, er kriegt so richtig Free Goal, Digga. Okay, yeah, Digga. Foul. Ey, das kann nicht wahr sein. Wie kann der nicht reingehen? Ey, du bist so unlucky, ne? Komm, das ist so lächerlich. Aber das ist so lächerlich, Digga. Du hast einfach so viel Glück. Ey, es wäre so eine 3-0, 4-0 Klappe gewesen, man. Er kriegt ein Torgeschenk auf einmal Momentum. Wir haben 2-0. Du auch. Dann lass Gullen machen jetzt. Ey, boah, Digga. Okay. Wie oft ich nicht nur Alton hab, sondern so unter Latte. Was ist das? Diese Latte Linie war ehrlich zweimal. Ja! Hast du noch nie gesehen sowas? Jungs, ihr seht, es ist ein neues Spiel gestartet. Bei 3-3 war das Game einfach durch gerade. Wir machen jetzt Golden Goal. Wer zuerst trifft, gewinnt. Harte Sache hier. Israel Cody hat es verdient. Der hatte so kranke Schüsse. Aber wenn EA dir ein bisschen hilft, so, ich nehme das mit. Nein! Die beste Grätsche aller Zeiten! Du Hund, ey! Nein! Wie viel Pech, ey! Nein, jetzt wäre ich ausgekontert! Ja. Nein! Ey! Ah! Das ist unfassbar! Mach doch länger, Digga! Ey, was? Oh, was, Digga? Was? Ich stehe da nur, er kriegt den Winter gar nichts! Aber hast du vorhin schon gesehen, ich kann keine Elfer hier. Aber trotzdem. Für gar nichts, das erste habe ich noch ein bisschen verstanden, aber das! Ach, das ist so scripted, ich sehe das 0-1, Digga. Ich sehe das absolut 0-1. Er ist es! Ja. Ah, es ist so bad! Jö, von 0-3, jö. Ah, das kann gar kein Bock. Ich krieg keine Luft mehr. Yay, ich grüße meinen Freund bei Vancouver, danke für die Hilfe. Ich glaube, ich wäre 0-7 baden gegangen, aber dann kam ein bisschen Support. Dankeschön, danke, danke. Was war jetzt mit Server auf dem Mond? Hast du noch irgendwas zu sagen oder was? Was? War Server auf dem Mond oder was? Wie war das? Ja, komm. Ja, komm. Wenn man verliert, Server auf dem Mond, wenn man gewinnt, auf einmal ihr beste Freunde Vancouver, okay. Es ist Server auf dem Mond, die waren korrekt, die haben geholfen später. Ich hab keinen Bock mehr, Digga. Jo. Du kannst deinen unverdientesten Spieler auswählen, das ist so unfair. Ey, ich muss jetzt einfach, Digga, ich war 3-0 vorne nach 20 Minuten und ich bin jetzt in diesem Menü, wo du mir jetzt sagen musst, welchen Spieler ich aufstoßen muss, Digga. Wie unfair ist das bitte?
Ich schwöre, ich dachte, ich verliere 7-0, es ging gar nichts bei mir. Oh mein Gott, das ist so. Mit zweimal Unterlatte und so, ja, auf einmal, ich muss jetzt für die Skaten kommen. Du musst komplett hochgenommen von hier. Das Ding ist, mir ist egal, ob ich jetzt discarden kann bei dir. Mir ist einfach, ich bin gerade so froh, dass ich nichts discarden muss, weil ich habe schon gesehen, wie ich so 2-3 Millionen verliere vor meinem Auge. Ich dachte so, scheiße, was tue ich hier? Nee, bei mir passiert das nicht, keine Sorge. Man muss ehrlich sagen, also die Connection von Hamburg nach Madeira, ehrlich, mit Delay und so. Also bei beiden natürlich, aber da ist ehrlich immer Krieg so zu spielen. Wo würde ich, ja, keine Ahnung, scheiße, ich nehme einfach dein Torhüter. Ja, habe ich dich umgestellt. Der Peter. Der Peter Schmeich. Ja, okay, wo war Matthäus? LV. Ja, okay, egal, Schmeich ihn nicht mit. Pass. Also ich bin jetzt in der Gold Upgrade SBC. Ja, Schmeich werde ich jetzt abgeben. Absenden. Ja, falls ihr das Hinspiel noch nicht geschaut habt, checkt es auf jeden Fall gerne ab. Kleiner Spoiler, falls ihr es noch nicht geschaut habt. Insgesamt sind es jetzt 2,2 Millionen gegen Danny. War auf jeden Fall wieder eine gute Runde mit dir aufzunehmen, Bro. Macht immer wieder Spaß, es ist immer ein Vergnügen, Digga. Ja, das ist bedanke ich mich dafür und ja. Hab nichts mehr zu sagen, aber ich habe also keinen Bock mehr. Weißt du, was ich sagen soll? Ich schäme mich ein bisschen für den Sieg, aber man muss den mitnehmen, bevor ich am Ende irgendwie 2 Millionen, 3 Millionen verliere. Muss man den leider mitnehmen, wenn EA ja, ein bisschen Bock hat. Ja, das war's, ne? Ciao. Ciao. Unfassbar, Digga. Das ist unfassbar.